Klar, nimm einfach die Request mit. Zack. Ja, und schmeißt dabei die Pipe weiter, Pipe noch kaputt. Yay. Skill. So was können Leute, die ordentlich Skill haben. Ach so, und außerdem seht ihr, dass das, genau, dass ihr nämlich noch keine Zweitaufnahme mehr über einen wunderschönen Bildschirm habt. Denn die existiert auch nicht mehr. Der Sunrack hat da auch wieder verkackt. Sein Laptop ist Schrott gegangen. Und alle Videos sind weg. Ganz toll. Gut. Und in der nächsten Aufnahme hiernach wird es dann auch noch wieder kein extra Zweitbild geben, weil ja, mein Kumpel mehr oder weniger vergessen hat, die Aufnahme anzumachen. Aber gut, ja. In der übernächsten Aufnahme gibt es dann wieder eine schöne Zweitaufnahme, auf der ihr dann sehen könnt, was der andere macht, und dann geht das schon. So. Wieso brauche ich das Ding jetzt eigentlich gerade mit der Hand ab, oder? Ach, ich habe keine Axt dabei, deswegen. Da mache ich jetzt eine Basic hin, damit es halt nicht connected. Da habe ich natürlich wieder eine Crafting kaputt gemacht. Ja, das Problem an diesen Pipes ist einfach, dass sie Instant Breaks sind. Ist in der neueren Version natürlich nicht mehr so. Ja, jetzt funktioniert's, genau. Ja. Und die Basic habe ich da halt hingepackt, damit die Sachen da nicht reingehen aus Versehen. Weil die Basic halt sagt, hey, da muss niemals was reinkommen. Also, es ist gut so. So, das macht halt die Supplier Pipe, genau. Jetzt erkläre ich gerade die Supplier Pipe. Die nimmt halt, wenn ihr irgendwas selber reinpackt, das supplyt die, also das lässt die automatisch in dem Inventar drin. Und ihr sagt, da soll eine Basic drin bleiben. Dann craftet er automatisch Basics und supplyt halt das Inventar mit Basics. Halt, wenn ihr zum Beispiel eine rausnimmt, dann macht er gleich eine neue rein. So. Und das Ganze will ich jetzt halt mit Diamanten machen, damit ich immer Diamanten da drin habe. Währenddessen bastelt der Sunrack die ganze Zeit in seinem Scheißteil, glaube ich, weiter. Seinem scheiß Raumschiff da oben. Jesus. Stirb, Schwein. So, das war jetzt wieder ziemlich laut. Super. Jetzt sage ich halt, keep 64 Teile da drin, stop. Und deswegen bestellt er jetzt auch 64 Diamanten. Partial Requests, das weiß ich bis heute nicht, was es genau bringt. Super. Jetzt versuche ich jetzt auch gerade rauszufinden, was es bringt. Ich glaube, ich habe eine Forschung, was es vielleicht bringen könnte. Und zwar, dass er vielleicht auch einfach länger wartet, bis er überhaupt supplyt. Heißt, dass er nochmal guckt, wird da nicht was noch gecraftet oder so. Und ja, ich werfe wieder meinen kleinen Stuff hier auf den Boden.
Ja, der wäre fast durch das Pipeloch durchgefallen auf dem Boden. Jetzt fliege ich wieder sinnlos hin und her und bestelle tolle Sachen. Vier Supply Logistic Pipes. Das ist schon so ewig her, dass ich Feed the Beast aufgenommen habe. Schon wieder keine Ahnung mehr. Ach ja, genau, das wollte ich machen. Ich habe jetzt versucht, die Geothermal Generators automatisch mit Lavazellen zu befüllen. Da automatisch Lavazellen reinzupacken. Mal sehen. Das funktioniert natürlich nicht. Wäre ja auch so schön gewesen, wenn das so einfach funktioniert hätte. So. Genau, jetzt schließe ich das hier natürlich an, braucht aber wieder eine Basic. Immer an Kreuzungen eine Basic, dann geht's schneller. Jetzt gucke ich gerade, ob das funktioniert. Und natürlich funktioniert es nicht. Wäre auch so schön gewesen. Was mache ich da jetzt? Ach ja, ich suche Rebatteries. Versuche die da reinzupacken. Und gucke jetzt, ob das funktioniert, wenn ich eine Rebattery da reinpacke. Aber dann die richtige Seite. Aber dann die richtige Seite. Die Logistic Pipes. Ob dann die Logistic Pipes die Lavazellen in die richtige Seite waren. Aber nein, das tun sie natürlich nicht. Wäre ja auch, wie gesagt, so schön gewesen. Aber die Geothermals halten mit einem 64er Stack Lavazellen relativ lange da drin. Ah, super, zwei Pipes weg, was auch vollkommen egal ist, weil es nur zwei Stone Pipes sind, die nichts wert sind. Nicht mal ein EMC wert. Genau, da kann ich jetzt einfach Stein reinmachen und Shift-Click und fertig. Da ist die Rebattery voll, wofür auch immer ich sie wollte. Ah, bringt's. Bringt's ja so elendig. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder weit vom Mikrofon weggerutscht. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu laut. Egal. Ich kann ja auch einfach an die Request Pipe gehen. Da 20 Lavazellen. Und eine Obsidian Pipe? Was habe ich da wieder vor? Ach ja, genau. Ein Wegschmeißpipe will ich jetzt einrichten. Moment, eine Obsidian Pipe, die saugt ja Items auf. Und das war natürlich sehr, sehr schön, dass die Items aufsaugt.
Wenn man dann einfach was wegschmeißen will. Tralalalalalala. Ich kann es Navazellen einfach in die EMC-Verbrennung schmeißen. Und da habe ich wieder die Crafting kaputt gemacht. Ich bin so ein Genius. Aber wirklich, es ist schwierig, die Crafting nicht kaputt zu machen, wenn sie einfach so leicht kaputt gehen mit einem einzigen popeligen Schlag. Ja, genau dafür habe ich die Obsidian-Pipe gemacht. Zack, weg und das System sortiert sie automatisch. Ach ja, Logistic-Pipes ist schon eine coole Sache. Wenn ich bedenke, dass ich vorher überhaupt keine Ahnung davon hatte und dann gedachte so, ja, das braucht man doch nicht. Lustige Sache. Schon wieder viel zu weit weg. So. Was mache ich da jetzt? Und wieder kaputt gemacht. Das ist so unglaublich, wie schnell das alles kaputt geht, wenn man einfach nochmal eben haut. So, dann brauche ich da eine Basic und da eine Basic. Warum auch immer ich da eine Basic brauche. Dann requeste ich Redstone-Fackel. Und ein Timer logischerweise auch. Ein Timer logischerweise auch. Ich weiß gar nicht. Ich sollte echt mal näher am Mikro bleiben. So. Und ich habe natürlich noch nicht eingelernt, wie man Coolants speichert. Herstellt, meine ich. Heißt, ich glaube, bringt das dem System gerade jetzt bei oder was mache ich jetzt? Lasst euch gesagt sein, ihr braucht am besten einen extra Extraktor für Cool-Inserts, denn ihr wollt später Sachen herstellen, die beides brauchen, Sticky Resin und Cool-Inserts. Und da der Extraktor nur einen Slot hat, ist es ein bisschen beschissen. Hoch. Ah, da mache ich jetzt auch noch eine Request hin, da passt sie doch ganz gut hin. Aber nicht so gut, wie es geht. Genau, jetzt bringe ich nämlich meinem System bei, wie man Coolant-Cells herstellt. Genau, das mache ich jetzt. Jetzt bringe ich meinem System bei, wie man Coolant-Cells herstellt. Mann, ich entferne mich immer viel zu schnell und viel zu weit vom Mikro. Yay, und wieder weggeschmissen. Hui. So. Lever. Ich glaube, ich will gerade was ausprobieren, genau. Ich will gerade ausprobieren, genau, ob das funktioniert, ob ich da Zellen füllen kann. Genau. Genau. Denn jetzt zeige ich euch die Möglichkeit, wie ihr viel, viel besser und viel einfacher und viel schneller Zellen befüllen könnt als mit jeder anderen Maschine. Denn die meisten Zellen kann man ja auch einfach mit einem Rechtsklick auf Wasser füllen. Also müsst ihr einfach nur einen Deployer nehmen, der macht ja einen Rechtsklick, der simuliert ja einen Rechtsklick. Und da Wasserzellen, da Zellen reinfüllen und die werden dann automatisch mit Wasser gefüllt.